Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen FC-Talk-Video mal wieder von mir. Ja Freunde, ich bin endlich wieder happy. Wir haben wieder 3 Punkte zu Hause gelassen. Und ja, ich bin einfach happy. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall happy. 3-1 haben wir gewonnen. Das ist einfach nur geil. Ja Freunde, Freitagabend. Diese Flutlichtspiele abends, überhaupt generell Friday Night oder ja, abends ist einfach nur die reinste Sahne, einfach nur geil. Schade, dass ich momentan nicht ins Stadion kann. Und ja, auf jeden Fall, Kollegen von mir waren auch da. Die haben gesagt, es war einfach ein geiles Spiel. Und das war, auch wenn die Fanszene nicht dabei war, haben die gesagt, war auch schon eine gute Stimmung am Ende wieder, also in der zweiten Halbzeit. Und ja, auf jeden Fall einfach nur geil, Alter. Ich würde unbedingt gerne mal wieder ins Stadion. Und ja, was soll man noch dazu sagen? 3 Punkte sind da und das ist einfach nur das Geilste, was es gibt. Ja, Freunde, kommen wir zum Spiel. Ach ja, genau, 40.000 Zuschauer waren ja jetzt dabei. Davor waren es ja 33.000. Sind jetzt einige mehr dazugekommen. Sind ja jetzt nur noch 10.000, die ja fehlen. Und dann ist die Hütte voll, sag ich mal. Ne? Da ist dann die Hütte voll. Wird dann auch so langsam Zeit, dass das Stadion mal bald ausgebaut werden kann, damit mal auch viel mehr Leute die Spiele auch mal live vor Ort erleben können. Und ja, auf jeden Fall ist ein anderes Thema auch wieder. Könnte mir aber durchaus wünschen, dass das Stadion endlich mal ausgebaut wird, nach den ganzen Bürokratiekram und so ein Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall, Freunde, kommen wir zum Spiel. Die erste Halbzeit war auf jeden Fall nicht unsere Halbzeit und da muss ich sagen, Fürth hat auf jeden Fall richtig, richtig Gas gegeben. Die haben da nichts zugelassen, auf jeden Fall. Haben versucht zu pressen, wie es nur geht. Und am Ende der, ich weiß jetzt nicht genau, welche Minute das war. Ich war halt gefühlt nur in Rage in dem Moment, in der ersten Halbzeit. Da haben die sich dann auch kurz vor der Halbzeit, haben die sich, glaube ich, dann belohnt mit dem Tor von Meierhöfer, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und ja, auf jeden Fall haben die ja versucht, die ganze Zeit gegen zu pressen, ging halt leider nicht und dann kam dieses Gegentor, wo man auch sehen konnte, dass die komplette linke Außenbahn komplett frei war und er einfach freie Fahrt hatte. Und da habe ich mich halt wieder gefragt, wo ist da die Reaktion? Natürlich kann man nicht so schnell reagieren, wie so schnell wie der Ball auch rollt, aber da war die komplette linke Außenbahn frei und ja, da muss man halt schon bisschen achtsamer sein, aber Gott sei Dank ist das Spiel ja noch gedreht worden. Ja, Freunde, dann kam die Halbzeit und sorry, falls ich noch ein paar Szenen vergessen habe, aber ich war halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit komplett in Rage. Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt, Digga, dass da nichts vorne lief und so und ja, auf jeden Fall war dann die zweite Halbzeit und dann kam halt das Ausgleich von Sebastian Andersen. Ich finde, der hat sich auch gut reingeschwitzt, sage ich jetzt mal. Und hat auch alles gegeben. Und ja, die letzten Spiele hat man das halt nicht so gesehen. Und da finde ich, dass da schon wieder so eine Form drin ist bei ihm. Und ja, kann man nur hoffen, dass es auch so weitergeht. Schade, dass Modest nicht getroffen hat. Ich hätte es ihm auch gegönnt. Und ja, dann kam das 1-1 von Andersen. Und dann war die Hütte wohl richtig am Brennen. Und die ganze Zeit, also Kollege, ich habe die ganze Zeit von Kollegen was zugesendet bekommen. Die ganzen Nachrichten, was da halt immer die ganze Zeit passiert ist. Also ja, auf jeden Fall. Das war einfach nur geil. Dann kam das 2-1 durch diese Eckstoßsituation, wo ich auch gedacht habe, scheiße, zählt er jetzt oder zählt er nicht?
Das war zuerst ja Skiri, danach haben ja gedacht, das habe ich gedacht, das wäre Zichos, weil er ja geschliffen war und der stand ja direkt vor Skiri und dadurch war jetzt ein Abseits, ist jetzt dadurch ein Abseits entstanden oder nicht? Das, da war ich halt ein bisschen schon am Zittern und dann war das Tor auch schon durch. Gott sei Dank. Und ja, dann konnte man auch nach dem 2-1, beziehungsweise auch schon beim 1-1 sehen, dass da FC wirklich die richtigen Stellschrauben wieder zugedreht hat und komplett nochmal reagiert hat und auch hinten gar nichts mehr zugelassen hat. Klar kam da noch ein, zwei Szenen und ja, auf jeden Fall kamen dann Louis Schaub und Easy Bui rein oder Özcan, ich weiß es nicht. Gab es auf jeden Fall einen Doppelwechsel. Und hinten alles dicht zu machen. Ja, und dann kam dieser Konter, nachdem Fürth ja die Ecke verschanzt hat, kam ja der Konter, obwohl der Ball gegen Özcans Gesicht knallte und der Ball einfach auf Louis Schaub vor die Füße sprang und dann einfach geradeaus marschiert ist. Und man konnte richtig krass sehen, wie Skiri durch das ganze Feld durchgelaufen ist. Man hat ja auch am Ende der Statistik gesehen, dass er 10 Kilometer sich die Lunge ausgekotzt hat. Und da muss man schon sagen, da müsste man die FIFA-Karte ein bisschen überarbeiten, EA Sports, an der Stelle. Ja, auf jeden Fall, ich fand den Pass einfach nur genial. Louis Schaub wurde ja von zwei Spielern halt, wollten die ja ihn stoppen. Und dann hat Louis Schaub halt aus der rechten Seite ihn nochmal gesehen und mit einem richtig schönen Pass rechts aufgelegt. Und dann Skiri mit dem 3 zu 1. Ja, Freunde, ich fand einfach diese Spielsituation richtig geil. Dieser Konter einfach nur, ja, ihr wisst schon. Und ich habe mich mega gefreut, wieder die 3 Punkte da zu haben. Und jetzt sind 4 Tage Pause auf jeden Fall. Und dann ist jetzt Länderspielpause. Das haben die Jungs sich auf jeden Fall verdient. Und ja, ist auf jeden Fall ein geiler Abend geworden. Und was soll man noch dazu sagen? Ist auf jeden Fall wieder schön zu sehen, dass der FC gewinnt und oben mit dabei ist. Ich habe mir auch nach dem Spiel Gedanken gemacht um Skiri, weil der Junge ist ja nicht mehr bald da. Beziehungsweise der ist zwar noch also nur noch dieses Jahr da und dann wird man ja schauen, wie es ja weitergeht, wegen der aktuellen Pandemie und so weiter. Ich sage, der ist leider, leider nicht mehr da, weil schon länger ja viele Top-Clubs an ihn dran sind. Und man muss sagen, nach Bono wird das auch wahrscheinlich auch der nächste sein. Und ja, auf jeden Fall das dazu, Freunde. Ja, auf jeden Fall. So, Freunde, jetzt hatte ich mal einen kurzen Hänger gehabt im Programm. Ja, wir waren ja stehen geblieben bei Skiri und der hat ja auf jeden Fall, ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder, seit 1,5 oder 2 Jahren, ich weiß es jetzt nicht, wie lange er schon bei uns ist, bringt er nur noch konstante Leistung, was richtig geil ist. Und ja, so wie es aussieht, ist ein Abschied wirklich halt da, nur ist die Frage halt nur wann. Und die Sache ist, sind die Vereine bereit, auch 15 Millionen zu zahlen oder so wie er jetzt auch weitermachen wird, wird er ja auch nicht mehr billiger, sage ich jetzt mal, da viel mehr Vereine da sind und auch viel mehr Vereine tief in die Tasche greifen müssen. Und 15 Millionen, denke ich, wird wahrscheinlich nicht mehr das Preisschild sein. Da denke ich, da wird auf jeden Fall viel mehr dran sein müssen. Jetzt, wo er seinen Wert nochmal steigern wird, die nächsten Monate. Und ich finde, man muss Respekt haben vor dem, was Jörg Jacobs und das Management weiterhin und die Geschäftsführung, aktuelle Interimsgeschäftsführung da macht. Nur finde ich, dass man halt schon nach Ersatz schon suchen muss. Könnte auch sein, dass sie schon Ersatz schon da haben, aber
Das ist momentan noch Totschweigen. Klar, muss man sich auf andere Sachen aktuell konzentrieren, weil sowas gehört einfach immer nach der Saison. Und ja, auf jeden Fall muss man halt schauen. Also es gab halt gute Spieler auf dem Markt, die leider aufgekauft worden sind, wo ich mir vorgestellt habe, das können die Nachfolger sein oder auch von der Jugend, dass man die wieder eine Chance gibt, die ins kalte Wasser mal reinzuschmeißen und vielleicht da was funktionieren könnte, was ja auch aktuell ja auch läuft. Und ja, muss man jetzt halt schauen, Freunde. Das war's zu meiner Reaction. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich sehr gern freuen, wenn ihr das halt weiterhin pusht, dieses Format. Und ja, wir sehen uns dann weiter demnächst zum FIFA-Stream. Werden auch ein, zwei Videos noch kommen zum Thema Pack-Opening und so weiter. Ja, auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr auch zur RTG dabei seid. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Freunde. Euer Khalid ist draußen und ciao. Ja, Freunde, kurzer Punkt nochmal, warum ihr im Hintergrund das FIFA-Menü seht. Das Ding ist, ich habe es nicht vergessen, sondern es funktioniert einfach nicht. Ich kann es euch zeigen hier. Ich habe die ganze Zeit leider schwarzes Bild. Ich weiß leider nicht, warum meine Fullcam sich nicht anzeigt. Deswegen war nur diese Ansicht möglich. Und deshalb wollte ich nur, dass ihr Bescheid wisst. Macht's gut, Freunde.